Push? Alle durch zu sie! Ich komme! Ich hab's geschafft! Ja, das sind alle Schokomenschen, die ich habe! Oh, danke, Sammy. Aber warum die Eile? Susi, du wirst es nicht glauben. Oh, warte mal kurz. Das war nicht die Nachricht von Sammy aus der Zukunft. Du wolltest einfach nur Schokomenschen. Gut gespielt, Susi. Gut gespielt. Sammy, nicht so ungut, okay? Ich wollte nur einen Hinweis auf die neue Bastelei geben, die wir herstellen werden. Und eine Zeitmaschine. Nicht ganz. Aber du wirst es gleich sehen. Hi, Leute. Seid ihr bereit für ein neues, großartiges Handwerk? Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits alle Teile bemalt. Wow, wir bauen also wirklich eine Zeitmaschine. Nein, wir bauen einen Automaten für deine Schokomünzen. Warum bist du so besessen von der Zeitmaschine? Dank diesem durchsichtigen Stück werden wir sehen, wie die Schokomünzen herunterrollen. Jetzt befestigen wir dieses Plastikstück mit Hilfe von Heißkleber. Leute, bittet einen Erwachsenen euch bei diesem Schritt zu helfen. Susi, du bist du. Die Zeitmaschine ist ein sehr nützliches Alltagsgerät. Tatsächlich hatte ich nichts dagegen, meine eigene persönliche Zeitmaschine zu haben. So kann man zum Beispiel in der Zeit zurückgehen, um all die Dinge fertigzustellen, die man geplant hat. Oder man kann in die Zukunft springen, um das Handwerk schnell zu vollenden. Ich habe nie genug Zeit, um meine To-Do-Liste abzuschließen. Wow, cool. Nun, kein Wunder. Hier ist sie. Ich habe sie mitgebracht, damit du nichts vergisst. Danke, Sammy. Ja, mein Tag wäre super produktiv, wenn ich eine Zeitmaschine hätte. Susi, ich würde definitiv eine bessere Verwendung für meine persönliche Zeitmaschine finden. Warum gefällt dir meine Idee nicht? Ich denke, es ist eine ziemlich effektive Zeitmanagement-Methode. Weißt du, in der Zeit zurückreisen, um Geschirr zu spülen, klingt wirklich nicht aufregend. Ich will in der Zeit zurückgehen, um für immer Nutella zu essen. Warte, wie willst du denn für immer Nutella essen? Stell dir das nur vor. Du isst ein Glas Nutella auf, gehst ein paar Minuten zurück und das Glas ist wieder voll. Leute, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr auch für immer Nutella essen wollt. Aber im Ernst, Zeitreisen erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Oh, Susi, das sagen alle. Was ist denn so schwierig? Einsteigen und losfahren. Sam, ist Zeitreisen so einfach für dich wie Zähneputzen? Leute, das ist die obere Barriere an unserer kleinen Tür. Wir brauchen eine Münze, um die untere zu machen. Übrigens, es würde Spaß machen, in die Zukunft zu springen, wo einem schon die Zähne geputzt wurden. Damit du sie mit Schokomünzen wieder schmutzig machen kannst. Und mit Oreo, Nutella, Eiscreme, Waffeln. Ich fürchte, die Liste ist endlos. Marshmallow, Schokostückchen, Honigflocken. Mit Hilfe dieses sich bewegenden Stücks werden die Schokomünzen in die Maschine fallen. Es wird so aussehen. Cool, oder? Spaghetti, Käsebällchen, Cracker. Sammy, bitte hör auf. Ich liebe einfach alle Arten von Leckereien. Die Tür unseres Automaten wird dank dieser Gummibänder funktionieren. Wow, sieht aus wie ein Zeitportal. Warst du schon mal in einem Zeitportal, Sammy? Und wenn ja, warum hast du mich nicht mitgenommen? Man muss kein Zeitportal gesehen haben, um zu verstehen, wie es aussieht. Du kannst einfach Filme schauen, so wie ich. Ah, nun, darin bist du ein echter Profi. Ha, und ob. So wird die Tür funktionieren. Sie schiebt die Schokomünzen direkt in die Maschine. Susi, ich wusste nicht, dass du angeln gehst. Wovon redest du, Sammy? Ich bin zu besessen von Mode, weißt du? Ich habe einfach keine Zeit zum Angeln. Ich brauche diese Schnur für die Bastelei. Mithilfe dieser Schnur können wir die Tür bewegen, die wir gerade gemacht haben. Das macht echt Spaß. Eine Angel auswerfen, auf einem Stein sitzen, den Sonnenuntergang genießen. Ja, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Puff! Lass uns den zusätzlichen Teil des Stockes entfernen und die Konstruktion mit dem Kleber befestigen. Unser Mechanismus für den Abstieg der Münzen ist fertig. Also gut, während Sam vom Angeln träumt, werden wir das Gehäuse unseres Automaten herstellen. Leute, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um keine neuen Videos zu verpassen. Sammy, hast du das Stück gemacht, um das ich dich gebeten habe? Es ist ruhig. Man kann die Wellen hören und dann bemerkt man, wie sich der Bobber bewegt. Ich schätze, Sam wird bald ein neues Hobby haben. Susi, kannst du dir das vorstellen?
Ich war total in Gedanken versunken und habe nicht bemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Nun, sieh es einfach als eine Zeitreise. Leute, Sammy hat einen tollen Griff für unsere Maschine gemacht. So. Der Mechanismus, den wir jetzt bauen, wird Schokomünzen in die Maschine drücken. Das ist so komisch. Manchmal merkt man gar nicht, wie die Stunden verfliegen. Und manchmal können Minuten furchtbar lang erscheinen. Ja, genau. Es kommt darauf an, was du machst. Jetzt, wo wir zum Beispiel basteln, weiß ich nicht einmal, wie viel Zeit vergangen ist. Genau so ist es, wenn man Marvel-Comics liest. Du schlägst einfach das Buch auf und bam! Im Handumdrehen bist du auf der letzten Seite. Deshalb ist es so cool, Hobbys zu haben. Meine sind Basteln und Mode. Aber ich bin immer offen für Neues. Sogar Angeln bei Sonnenuntergang würde mir Spaß machen. Jetzt müssen wir dieses Stück auf das Gehäuse der Maschine kleben. Susi, sollen wir nächstes Mal eine Zeitmaschine bauen? Ich habe einige Designideen. Design ist nicht genug für Zeitreisen. Nun vorsichtig den zusätzlichen Teil abschneiden. Leute, schaut, wenn ich an dieser Schnur ziehe, wird der Mechanismus aktiviert. Perfekt. Warum bezweifelst du, dass wir die beste Zeitmaschine aller Zeiten bauen können? Sammy, wir sind noch nicht mal mit diesem Handwerk fertig. Zuerst musst du einen detaillierten Plan der Zeitmaschine erstellen. Ein detaillierter Plan? Kinderleicht! Wir haben die Basis unserer Maschine gebaut. Jetzt können wir zum nächsten Schritt übergehen. Leute, jetzt machen wir einen Hebel, der unsere Maschine aktiviert. Bittet einen Erwachsenen, euch bei diesem Schritt zu helfen. Nun, Sammy, hast du jetzt bemerkt, dass selbst ein detaillierter Plan einer Zeitmaschine extrem schwer ist? Susi, du unterschätzt mich wie immer. Ich habe den Bauplan erstellt und jedes Detail berücksichtigt. Wow, so schnell? Wie werden wir also in der Zeit reisen? Es ist wirklich einfach und genial. Klingt vielversprechend. Übrigens, wir machen eine Basis für den Hebel, der unsere Maschine aktiviert. Also Sammy, erzähl mir deinen einfachen und genialen Plan. Okay, wir nehmen viele Waffeln, bedecken sie mit Nutella. Bist du sicher, dass wir über Zeitreisen reden? Lass mich ausreden. Wir werden sie mit Nutella bedecken. Dann, das ist wichtig, stellen wir eine Kamera neben den Teller. Sammy, du verwirrst mich. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Konstruktion der Zeitmaschine? Lass mich ausreden, Susi. Wir stellen eine Kamera auf, um zu sehen, wohin die Waffeln so schnell verschwinden. Leute, wir müssen den Hebel an das Gehäuse der Maschine kleben. Steckt den Hebel in den Faden und diese Öffnung und verklebt die Basis. Susi, hast du den Plan auswendig gelernt? So werden wir die Zeitreisetechnik herausfinden. Und auf dieser Grundlage bauen wir unsere Zeitmaschine. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Waffeln reisen nicht in der Zeit. Oh, was meinst du damit, die reisen nicht? Warum ist dann jedes Mal, wenn ich anfange, Waffeln zu essen, ein ganzer Teller voll davon und eine Sekunde später ist der Teller leer? Das ist doch ganz einfach. Du magst Waffeln so sehr, dass du nicht merkst, wenn du den ganzen Teller leer isst. Ich weiß nicht. Es ist nicht überzeugend. Ich glaube, du schenkst mir nicht genug Aufmerksamkeit. Gut, wie dem auch sei, du musst noch etwas an deinem Plan arbeiten. Unser Verkehrsautomat ist fertig. Lucy, wie wär's mit noch mehr Dekor? Ja, Sam, du hast recht. Tada! Sollen wir weitere goldene Elemente hinzufügen? So. Und vergiss die Schokomünzen nicht. Klasse. Immerhin machen wir all das für Sie. Es ist an der Zeit, die Maschine mit Schokomünzen zu füllen. Oh, ist mein Lieblingsteil. Sam, jetzt werden alle deine Schokomünzen in unserem coolen Automaten aufbewahrt. Leute, unser Automat ist fertig. Gebt einen Daumen hoch und drückt auf die Glocke, wenn ihr dieses Handwerk mit uns machen wollt. Nun, Sammy, bist du bereit, die erste Münze aus unserem Automaten zu holen? Das bin ich. Los geht's. Ich hoffe, die Schokolade wird dir helfen, Ideen für das Zeitmaschinenprojekt zu entwickeln. Oh yeah! Susi, wir werden die leistungsstärkste Zeitmaschine bauen. Und mir wird die Schokolade dabei helfen, stilvolle Outfits zu entwerfen. Ich brauche noch eine Münze. Hier hast du sie. Lecker. Schaut euch diesen coolen Automaten an, den wir gebaut haben. Gebt uns ein Like und abonniert... Noch eine. Sorry, Sammy, aber wir haben keine Münzen mehr. Siehst du?
Ich sagte doch, sie laufen mir davon. Direkt in die Zukunft. Wie konnten sie so schnell verschwinden? Ich muss dringend eine Zeitmaschine bauen. Sammy, wie auch immer, Leute, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Tschüss!